Das ist ein Bild von früher und es gab halt ein Bild exakt mit der gleichen Körperhaltung, wie ich im Wembley laufe und deswegen passte das irgendwie so cool, wie ich da gelaufen bin und das beschreibt eigentlich irgendwie ganz cool so den Weg, den ich gegangen bin von kleinen Marina in grün-weiß bis zur Nationalmannschaft und Turit hat noch ganz witzigerweise drunter geschrieben und sie hat schon immer Radler getragen, weil man sieht es halt auch auf dem Bild, dass ich eine Radler trage und dann im Wembley-Stadion auch, das war irgendwie noch so ein kleines i-Tüpfelchen, dachte ich so, wie lustig, dass ihr das aufgefallen ist. Ja, es einfach beschreibt so ein bisschen, ja, den Verlauf, war irgendwie eine coole Erinnerung. Das Bild ist am Media Day in Essen entstanden, nach der WM 2019. Das heißt irgendwie, es war mein erstes großes Turnier, total viele Eindrücke gehabt und auch nicht so erfolgreich gewesen. Wir sind ja im Viertelfinale ausgestiegen. Trotzdem irgendwie habe ich mich gefreut, wieder zurückzukommen und in diesem Stadion. Ich finde, Essen ist ein super schönes Stadion und das zeigt mich, wie ich so nach dem Media Day, okay, alles geschafft. Cool, ich freue mich jetzt auf die neue Saison. So, das war's. WM 2010, U20 Weltmeisterin, war ein cooles Erlebnis. Es war eine WM in Deutschland. Wir haben irgendwie jedes Spiel da gerockt. Poppy hat auch noch in jedem Spiel 2 Tore, glaube ich, geschossen. Oder am Ende hatte sie zumindest 10 Tore auf dem Konto. Es war eine super coole Zeit, wir hatten super viele Zuschauer, die Stimmung war bombastisch und wir waren ja sozusagen die kleine WM vor der großen von den Frauen. Viele Spiele waren in NRW, das heißt, immer konnten sehr, sehr viele Freunde und Familie konnten zuschauen. Also es war sehr, sehr schön und der erste große Titel sozusagen, ja, für mich als Kapitänin von der Nationalmannschaft, das war schon, ja, irgendwie besonders. Das war nach dem, was haben wir denn da gehabt? Ah, ich glaube, wir haben gegen, Derby-Sieger, ich lese es gerade. Dann haben wir gegen den MSV gewonnen damals. Also damals war es ja FCR Duisburg, aber irgendwann war es ja MSV. Und das sind immer heiße Duelle, Essen gegen Duisburg. Und zudem hatten wir, glaube ich, irgendwie englische Woche und das war irgendwie cool. Und das haben wir dann extrem gefeiert, weil wir da alle 3 Spiele gewonnen haben. Das ist, glaube ich, auch ein Abendspiel gewesen, also mega cool, ja. Oh, schön, wer da alles noch da war. Oh ja, das war mein Urlaub in Miami. Und da war ich zum ersten Mal alleine im Urlaub über die Winterpause. Und habe da ein cooles Gym gefunden und coole Leute kennengelernt. Und ja, es war eine sehr aufregende Reise. Es war sehr cool. Das war mein Geburtstag in diesem Jahr. Meine Familie hat mich besucht und in dem Moment gibt meine Nichte mir das Geschenk und ich habe meinen Geburtstagstorte in der Hand. Also meine Schwester hatte natürlich irgendwie nicht gebacken, weil es geht ja auch schlecht mitzunehmen im Auto und sie waren auch schon ein paar Tage da, das heißt, sie hätte eigentlich bei mir backen müssen, das ging halt auch nicht. Und dann gab es eine Lieblingssüßigkeit als Geburtstagstorte sozusagen. Ich habe eine Medaille um, weil meine Nichte die am Morgen irgendwie in meinem Schrank gesichtet hatte und sie mir die dann unbedingt umhängen wollte und deswegen sieht es sehr festlich aus. Wie wir lernten, Pause zu machen. Ja, das war Brand 1, hatte mich interviewt über meine Verletztenzeit. Das war eigentlich ganz spannend, weil die mehrere Themen dort hatten. Und es gab noch 2 andere Persönlichkeiten, die auch zu einer Pause gezwungen wurden und sich auch wieder zurückgekämpft haben und das war eigentlich total interessant, ja, die Geschichten kennenzulernen und ja, Parallelen zu ziehen, wie das eigentlich, obwohl das manchmal, also ich kam jetzt aus dem Sport und die kamen aus der Wirtschaft, also es war total spannend auch zu sehen, dass es irgendwie ja, ähnliche
schlechte Jahre gab, aber trotzdem Parallelen, obwohl es in unterschiedlichen Bereichen war. Ja, schönes Bild ist in meinem Home Gym bei mir zu Hause gewesen, als ich noch in Essen gespielt habe und ja, zu Hause gewohnt habe. Und da sieht man noch die Trikots im Hintergrund. Das sind so Karrieresteps von meiner Karriere bis dato. Ja, ich habe immer gerne unten für mich alleine trainiert und manchmal war es so eine Zeit zum Pause machen und runterkommen. Und da hatte ich diesen Kommentar auch dazu geschrieben, dass man manchmal eine Pause machen muss, aber niemals aufgeben sollte. So. Das ist ein Geburtstagspost. Da bin ich 30 geworden. Und ich finde, fand das Zitat so cool, growing old is mandatory, growing up is optional. Also irgendwie, ja, man muss zwar älter werden, aber man muss sich nicht alt geben sozusagen. Also man darf gerne ja, jung bleiben vom Gefühl her. Das fand ich ganz cool und ich wollte auch eigentlich eine Geburtstagsparty in dem Jahr machen, was so ein bisschen mit Disney-Motto ist, weil ich Disney eigentlich sehr cool finde, so viele Filme. Hat dann aber leider nicht geklappt, weil Corona in dem Jahr war. Ich hätte ganz gerne ja, eine große Party gemacht. Ist bis dato noch nicht wieder passiert, weil ich dann auch nicht mehr zu Hause war, weil ich ja dann gewechselt bin. Also ja, vielerlei Gründe. Vielleicht hole ich es nochmal am 40. oder so nach. Das ist ja, glaube ich, mit das aktuellste Bild. Das war unser Startbild oder unser Mannschaftsbild vor dem Finale. Und ja, normalerweise macht man immer ein Bild mit den 11 Spielerinnen, die starten. Aber an dem Tag sind halt alle aufs Bild gekommen und das irgendwie, ach, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Das war irgendwie so sinnbildlich dafür, wie unsere EM gelaufen ist, dass wir eine unglaublich coole Mannschaft hatten, großer Zusammenhalt da war und jede für jede irgendwie gekämpft hat und Gas gegeben hat und das beschreibt dieses Bild eigentlich total gut und ja, ist tatsächlich eines von meinen Lieblingsbildern aktuell und ja, weckt natürlich irgendwie positive, aber auch ein paar schmerzhafte Erinnerungen, so bringt so mit sich. Das war am Sonntag, da war ich bei DAZN zu Gast. Und wir haben natürlich über die Männerbundesliga gesprochen, über den Spieltag. Also die Sendung heißt ja Der Spieltag und da haben wir über alle Spiele gesprochen und aktuelle Themen. Und ich fand es ganz cool, weil Ewald Lien war noch als zweiter Gast da. Der war super interessant, total locker. Und der Elmar Pauke hat aber auch den Frauenfußball mit eingebunden. Also wir haben halt auch ein bisschen über uns gesprochen, über den Bundesliga-Start, kurz über die EM. Und das fand ich irgendwie schön eigentlich, wo es um die Männerbundesliga geht, trotzdem zu sagen, hey, wir machen einen kurzen Ausflug auch zum Frauenfußball. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war total interessant, die Leute kennenzulernen dort und ja, die Erfahrungen zu sammeln, weil es auch eine Live-Sendung war. Also das hatte ich auch noch nicht so häufig.